verrückt. Guck dir das an. Es ist, was ist heute? Freitag, ne? Freitag. Hallo. Hallo, das sind Setlisten. Das sind Texte, die wir brauchen. Nein, jetzt fang nochmal von vorne an. Warte, wir machen das nochmal. Hallo, heute ist Freitag. Es ist der 5.7.2019 und wir haben die Ehre, mit Napo The Show hier heute Abend auf dem Hippie-Rella Festival zu spielen. Im Vorprogramm von Sebastian Schmalz. Wir bauen auf. Also ich bin schon fertig. Also ein bisschen Ludwig-Werbung machen hier. Ich habe sogar zur Feier des Tages ein Loch geschnitten. Verrückt. Das ist toll. Bass, schön. Bass. Ach so, habe ich Setliste? Ja. Das ist ja wahrscheinlich nicht die von Mittwoch, oder? Nee. Okay. Du? Da bin ich doch Beamter, das weißt du doch. Na gut. Kann man sich auf mich verlassen. Und was machst du jetzt? Ich baue jetzt hier einen digitalen Verstärker auf. Aha. Im Gegensatz hier zu den analogen Brüdern. Ah ja. Ja. Ich bin hier Profiler, ne? Das ist von Criminal Minds. Ich wollte gerade sagen, ich gucke auf Netflix gerade Blacklist, da ist auch eine Profilerin, yes. Das ist auch ziemlich das geil. Das ist dasselbe das halt, ne? Wenn ich hier auf Perform drücke, dann wissen wir, wer wen erschlagen hat. So sieht's aus. Ah ja. Das ist immer der Gärtner. Ja, das ist immer der Gärtner. Okay. Das habe ich wieder nicht aufgebaut, ne? Das, doch, ich lenke dich ja auch ab, das ist alles gut. Ich lecke dich ab. Grundlegende Regel ist natürlich, dass wir immer ausreichend mit kühlen Getränken versorgt sind. Ich habe gerade von Carsten gehört, er kann nichts, ihm geht es nicht so gut und ich werde helfen mit leckerem Bier. Ich hoffe, er hat Zeit. Ich merke das nämlich schon wieder, dass er ist nervös. Wo ist er denn? Wir gehen da mal hin. Ich glaube, das wird ihm helfen. Er ist halt wie so ein kleines Affenbaby. Guck mal. So, Carsten, guck mal hier für dich. Was? Da, für dich. Banane? Banane. Das ist eine Banane, genau. Biername. So. Kommt denn das her? Soll ich dir das aufmachen? Ich hab noch, danke. Wirklich? Ja. Darf ich mir ein? Ich mach mir einfach so. Okay, das mit einer Hand hin? Weiß ich nicht. Oh. Deswegen war ich extra noch bei Ihnen, die Leute. Ach. Kein Witz, ich hatte keine Ahnung, dass ihr so früh kommt. Aber das haben wir gestern so abgemacht. Gestern hättest du mir auch ein Haus verkaufen können. Hab ich ja auch. Oh. Ich habe euch ein Bier geklaut, es tut mir leid. Echt? Krass. Ja? Sebastian. Was ich nicht verstehe. Französisch. Was machen die da? Boccia. Das ist Boccia. Was ist das? Das sage ich ja, das habe ich mein Leben nicht verstanden. Oh, das kann Carsten dir gut erklären, das haben wir im Urlaub. Das kann man sehr gut mit Bier auch spielen. Also quasi, was ist das? Du musst die Butchern. Butchern. Ja, du gehst butchern. Da hast du eine Butcherhose. Ja. Und dann gehst du da rein ins Schlackefeld. Du musst irgendwie mit diesen Bällen, also die liegen da, ne? Ja. Und dann wirfst du die quasi, du musst die so nah wie möglich da halt da ranwerfen. Das ist schon der ganze Trick des Spiels. Also das ist jetzt nicht so die mega Wissenschaft. Schneeanzüge, die gibt's für Erwachsene auch nicht. Und es ist halt bevorzugt von Briten gespielt, die sich dann... Ich mach dir einen Balken vor die Augen, alles gut. Noch ein? Ja, wie ihr seht, es ist brutal crowded hier. Wunderschön ist das. I'm
Bier und Wein, rate ich dir. Wein auf Bier, rate ich dir. Bäh. Ja, da wollen wir mal wieder rum, ne? Papa, sag ihm, was passiert jetzt hier gleich? Das ist die Hendrix Tribute Band 2019. Ja. Wir werden über gute Laune verfügen und versuchen, diese Musik zum Besten rüberzukriegen. Ich finde den Zwirn geil. Das hat so ein bisschen was von Amadeus. Mozart, ja. Amadeus. Aber die Frage ist jetzt, Hemd in der Hose oder nicht? Nee, aus. Oder muss die rein? Ich würde sie reinmachen. Mach mal rein. Das sieht irgendwie ein bisschen... Draußen lassen, ne? Sicher? Oder reinstecken. Sag ihm. Ja, versuch's doch einfach mal. Ja, du hast recht. Ne? Drinnen ist besser, ne? Ah. Hammerhart. Ja, mal. Mach es. Ich glaube, der ist ein Riesenfehler. Was denn? Sebastian, was passiert jetzt hier? Eskalation. Wir befinden uns hier schön Pumpwerk. Ist das das Intro? Das ist das Intro. Bist du aufgeregt? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Danke. Lass den Jimmy aushängen. Haut rein. Bis bald. Rolf, ganz viel Spaß, ja? Auf geht's. One more time. Ich muss filmen. We'll be right back.
Und ich hoffe, es ist nicht geprobt, ich hoffe, diese Story ist geil, wo du das Ding hier hast, bitte. Erzähl das doch mal. Also wir sind hier beim Hotel gewesen, haben ein paar schöne Fotos gemacht. Und dann stand eine Dame und die hat gesagt, nur 12 Euro. Und das nur hat mich so fasziniert. Mein Lieber, mein das, nur. Das nur. Alter, 12 Euro. 12 Euro, viel geh. Da habe ich gesagt, das nehme ich mit. Meine Freundin steht auf einem Hörner und da habe ich gesagt, Alter. 12 ist geil. Ja, ist super. Ja, hallo, 12 Euro ist zu viel geh. Mehr Dekadenz geht nicht. So. Und mit Kindersicherung. Pass mal auf, was passiert, wenn ich mein das fallen lasse. Mein Lieber, deswegen. Nichts. Ach, früher werden die Dinger weggeflogen. Das ist idiotensicher. Jetzt kann ich mir in Ruhe eine Kippe anzünden. Und das Ding mal easy parken, oder ja, was? Ja, genau. I know what. Sieht gut aus. Ja.